Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Heute geht es um das Lösen eines linearen Gleichungssystems. Das heißt, wir haben drei Gleichungen mit drei Unbekannten und suchen dann die Lösungen für x1, x2 und x3. Nun, in dem Fall gehen wir einfach so vor, ihr seht, es sind drei Gleichungen. Wir versuchen, eine Variable zu eliminieren. Wir suchen uns die aus, wo die Vorfaktoren am ähnlichsten sind und es am einfachsten verrechnen kann. Ihr seht hier, das x1 hat jeweils nur einen Vorfaktor 1 oder minus 1. Das heißt, man kann die sehr leicht zusammenrechnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die erste plus die zweite Gleichung rechne, schreibe ich hier hinten 1 und hier auch 1 hin. Das heißt, ich nehme diese Gleichung einmal plus einmal diese Gleichung und komme dann auf eine neue Gleichung. In der neuen Gleichung fällt natürlich das x1 weg, weil x1 minus x1 gibt natürlich 0. Also, x1 minus x1 gibt 0. 2x2 plus x2 gibt 3x2. Minus x3 plus 2x3 gibt plus x3. 8 plus 0, 8. Nun, jetzt habe ich eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Kann ich immer noch nicht wirklich lösen. Also mache ich das Spielchen nochmal. Ich suche mir jetzt die dritte Gleichung, die habe ich noch nicht benutzt. Die muss ich jetzt benutzen. Und schaue mir irgendwas von den anderen beiden Gleichungen an und suche wieder etwas, damit ich wieder die gleiche Koordinate auslösche. Also wieder die x1-Koordinate muss verschwinden. Na, in dem Fall habe ich wieder minus x1, das heißt, ich nehme einfach die erste plus die dritte. Also die zweite Gleichung, einmal die erste und einmal die dritte. Was gibt dann die zweite Gleichung? Naja, vorne kommt wieder 0x1 raus. 2x2 minus 5x2 gibt minus 3x2. Minus x3, minus 4x3, minus 5x3, gleich 8, minus 12, minus 4. Jetzt habe ich zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Ich führe das Spielchen einfach weiter. Ich nenne die obere Alpha und die untere Beta. Und jetzt muss ich wieder gucken, dass ich wiederum eine Variable eliminiere. Es bietet sich hier natürlich wiederum an, 3x2 und minus 3x2. Das heißt, ich nehme die einfach und die auch einfach. Das heißt, diese plus diese. Ich könnte auch abziehen oder subtrahieren oder vielfache von den Gleichungen nehmen. Aber hier ist natürlich sehr einfach. Also die plus die gibt natürlich 0x2. Und x3 minus 5x3 gibt minus 4x3 ist gleich 4. So, die Gleichung hat nun nur noch eine Variable, wir können nach der auflösen. Das heißt, ich teile durch minus 4. x3 ist also minus 1. Nun, wir wollen aber auch x2 und x1 bestimmen. Jetzt schnappen wir uns eine Gleichung mit nur zwei Unbekannten und setzen das einfach mal ein. Das heißt, wir nehmen x3 gleich minus 1 und setzen es einfach in Alpha ein. Das heißt, 3x2 minus 1, x3 ist minus 1, soll 8 sein. Nun, wenn ich das auflöse, plus 1, also 3x2 gleich 9 und ich teile durch 3, x2 ist also 3. Um jetzt noch das letzte rauszufinden, das x1, muss ich es in eine reinsetzen, in dem alle 3 vorkommen. Schnappen wir uns einfach die erste. Also x3 gleich minus 1 und x2 gleich 3 in erstens einsetzen. Die erste Gleichung also. Wenn dann kommt hier raus x1 plus 2 mal 3 minus minus 1 soll 8 sein. Nun, 2 mal 3 gibt 6 plus 1 gibt 7, also minus 7, da steht hier noch x1 ist gleich 1. Wir haben also für alle drei eine Lösung gefunden und geben nur noch die Lösungsmenge an. Die Lösungsmenge wäre also 1
3 minus 1. Man kann das Ganze hier auch geometrisch deuten. Und zwar, ihr erkennt die Ähnlichkeit dieser Gleichung mit ebenen Gleichungen. Es fehlt eigentlich nur noch das E-Doppelpunkt vorne dran, um die Ebenen zu benennen. Wenn ich 3 Ebenen habe und ich kriege das Ergebnis, ihr seht, es sieht aus wie ein Punkt. Also ich kann jetzt, wenn 3 Ebenen sich in einem Punkt schneiden, den Schnittpunkt bestimmen, indem ich das lineare Gleichungssystem einfach löse. Falls sie sich nicht schneiden würden, würden wir einfach keine Lösung kriegen. Und falls 2 Ebenen eigentlich eine dritte aus sich hervorgehen lassen, sprich die dritte wäre ein Vielfaches von der ersten oder der zweiten, dann wird man eine Schnittgerade bekommen, so wie bei den 2 Ebenen, die man schneiden. Okay, schaut nun auf der Homepage vorbei und sucht euch ein paar Aufgaben dazu und rechnet sie mal selber durch.